Servus Leute, grüßt euch, hey. Ich bin hier in Hering bei meinen Eltern und warte auf Johannes Lochner, denn ich fahre nach Altenberg zum Weltcup. Dort werde ich im Zweier starten mit ihm. Es ist mein erstes Rennen seit über einem Jahr. Ich hatte gestern einen Anschubtest in Oberhof, so eine Leistungsüberprüfung, weil ich ja verletzt war. Es war ganz gut, es war jetzt nicht super, es war jetzt nicht super schlecht, nicht super gut. Es war einfach okay dafür, dass ich so lange verletzt war. Jetzt hat der Hansi gesagt, er gibt mir die Chance. Die werde ich natürlich versuchen zu nutzen. Der Körper hält, die Verletzung ist okay, ist gut ausgeheilt. Und ja, das ist der erste Bob-Vlog. Der Grund, warum ich eigentlich angefangen habe mit YouTube. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es wird. Ich gucke mal, wie ich die Woche überhaupt alles filmen kann. Weil ich will natürlich auch nicht gleich so auffallen. Und dann habe ich überall halt die Kamera dabei. Das nervt vielleicht die Leute dann auch. Obwohl es natürlich cool ist, weil es vielleicht den Sport interessanter macht. Weil ihr seht natürlich jetzt Einblicke, die andere nicht sehen. Also wirklich so wie eine Bobwoche abläuft. Also ich werde immer mal die Kamera dabei haben. Und ja, auf eine coole Woche. Ich bin gerade angekommen hier im Hotelzimmer. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Ich war schon beim Corona-Test. Und so sieht unser Hotelzimmer aus. Guten Morgen, Leute. Wir haben es Dienstag. Heute steht das erste Zweiertraining an. Das fahre ich natürlich. Drei Fahrten und wir haben gerade gefrühstückt. Jetzt fahre ich zur Bahn und nehme mal die GoPro mit. Also, bis dann. Jetzt wird sich warm gelaufen und dann geht's schon los für die ersten Fahrten. Wird ein bisschen Lauf-ABC gemacht und dann bin ich eigentlich soweit. Die Jungs bauen gerade einen Schlitten zusammen, die Kufen dran und dann geht los. Und jetzt wird noch ein Ablauf gemacht. Fipser filmt. Fipser zeigt dich mal kurz. Okay. Jo. Genau, der fährt bei der Konkurrenz. Jetzt wird's los. Das ist geil. Du weißt aber, dass er enorm hier auffüllt, ne? Kannst du auch, nee, das ist ja für ein Vlog. Ach, für ein Vlog. Ja, aber na, super. Im Osten sagt man ja Flock. Flock? Das ist Florian Bauer, das ist die Position 2 im Viererbob Lochner. Da wird's heftig. Ja, von Donnerstag Training, die können sich heute ausruhen. Und der dicke Grenzer, der fährt heute. Seit 700 Tagen keinen Bock mehr gefahren. Alex Schiller, der schnellste Anschieber der Welt. Und was sagst du zum ersten Lauf? Ja, stets bemüht. Ja, stets bemüht. Gut. Schiebt noch und wird schneller. Ja, also eine gute 4 minus. Ja, bergab ja. Wird's auf jeden Fall. Ja. Alexander Schiller,
Zweierantrieber beim Wolfgang Friedrich. Was sagen Sie hier zu der Station Altenberg? Schön. Sonst fällt Ihnen dazu nichts ein? Nein. Ich will die Kamera weg! Das ist wirklich Content. Das ist wirklich krasser Content. Vorbereitung, nicht kreativ, Friedrich. Ist es an? Ist an, oder? Schon an, oder? Ist an. War an? War an. Ah, jetzt sind sie weg, schade. Oh, schade. Wenn ich vorbei, drei Läufe gemacht heute, haben sie super gut gefahren. Schlossfahren denke ich auch, okay. War, ich glaube, so die ersten Bobfahren seit 2 Jahren. War, ist cool zurück zu sein, macht Spaß mit den Jungs hier viel Quatsch zu machen. Flo, richtig geil heute gefilmt, denke ich mal. Ich bin mal auf die Aufnahmen gespannt. Jetzt machen wir hier noch eine Sitzprobe, weil ich ein bisschen zu hoch sitze. Das findet Hansi gar nicht geil. Ich nehme hier weg, der soll jetzt mal arbeiten. Kommt hier nach 5 Wochen Urlaub her und dann redet in die Kamera. Komm, Arbeit. Kennst du nicht, gell? Hansi? Ich hab Hunger. Ich nicht. Warum nicht? Weil ich gerade reingefressen hab. Was hast du gemacht? Nee. Was hast du gemacht? Ich hab reingefressen. Okay. Ja, guck mal selber. Das ist knapp, oder was? Der Bayblade ist der Dude, aber passt ins Handy. Ja. Und auf der anderen Seite ist. 0-0. Hier, Paul. Hansi, was hast du gemacht? Bring mir mal jetzt einen neuen Teller. Was ist denn da passiert? Ich hab das Glas übersehen. Okay. Das war der Glasscheibe. Ach, hilf mir halt! Du bist ein. Digga, hast du doch gut gemacht. So, nach einem erfolgreichen Training liege ich nun beim Physio Mauri auf der Liege. Mauri ist der Chefphysio von der Nationalmannschaft. Ist schon wirklich viele Jahre dabei. Hat sich immer sehr den Hintern aufgerissen, auch gerade für mich. War damals auch in Bad Endorf, als es mir nicht so gut ging. Damals war ich natürlich noch erfolgreicher, jetzt würde er das bestimmt nicht mehr machen. Mauri ist gerade hier schön am Behandeln. Servus. Was sagst du denn zum Körper? Ist er gut gerade? Ist er in Form? Naja. Oder kleiner Kadaver, aber kriegen wir alles hin. Also die Behandlung ist wirklich nicht geil gerade. Es tut wirklich doll weh. Du bist schon ein kleines Mimöschen. Aber was muss, das muss, ich muss ja fürs Wochenende fit werden. Ja, jetzt eine halbe Stunde Physio, danach kurz ausruhen und dann denke ich, geht's wieder in die Garage. So, jetzt habt ihr unseren Chef-Physio kennengelernt. Ist vielleicht jetzt nicht der schönste, aber auf jeden Fall einer der fleißigsten. Ist aber kein Spiegel zu Hause. Boah, wenn man lachen muss und uns noch wehtut, ist richtig scheiße. Mauri, vielen Dank. Wir sehen uns. Bis später. Bis dann. Die Neuankömmlinge, die haben 2-mal am Tag Corona-Test, wieder bei unserem Chef-Physio. Jetzt ist das 2. vorm Abendbrotessen. Ich glaube gerade. A. Oh. Okay. Ingo wertet den Test jetzt aus. Ist das ein Weichei? Ist das ekelhaft, ey. Das ist ein Weichei. Danke. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3. Wir haben es Mittwoch. Wir schrauben gerade ein bisschen am Bob und ich bin gerade an der Bobbahn. Jetzt geht's wieder in die Garage. Ja, bin mal gespannt. Heute steht viel an Headshots, also diese Bildchen werden gemacht, also wo man praktisch unten im Dings ist. Jetzt schleifen wir die Kufen, vorher messen wir ein. Dann noch Krafttraining und dann ist der Tag schon wieder um. Ich versuche euch überall mit hinzunehmen. Mittwoch, mal gucken. Hansi, was machst du da? Ich versuche da irgendwie auf so eine scheiß krumme Fläche Aufkleber drauf zu kleben, dass man es lesen kann. Wird er nicht. Ich befürchte es auch vielleicht. Ist das gerade? Ja. Doch? Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es auch gut. Ein bisschen weiter nach rechts, ne? Geht nicht. Wird schon passen. Habt ihr den einen scheiß Aufkleber? Dann kriegst du das schon hin, gell? Haben wir das noch? Jetzt werden die Kufen eingebaut. Was? Und was machen wir dann, wenn wir die Kufen eingebaut haben? Einmessen.
dass die Spur gerade ist. Was macht man, wenn man einbisst? Was bedeutet das? Das ist wie wenn du beim Skifahren bist und du fährst immer so Schneepflug. Das ist langsam, das wollen wir nicht. Also ausrichten der Kufe, ne? Ja. Okay. Du stellst es jetzt auf Null, gell? Schon, wir haben quasi eine Spurbreite. Du hast eine Spurbreite in der Startspur, da musst du reinpassen. Und das sind 670 mm oder so. Und dann schau mal, dass die Kufen parallel sind und in einer Flucht. Also quasi nur zwei Spuren ins Eis fahrst und nicht vier und kein Schneepflug. Okay. Wie mein Schuss drauf ist. Hat sie jetzt so einen Cutter? Finish time, Champ. 58,42, 58,42. Zu breit um Zehntel. Zehntel. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Ich will doch nur ein schönes YouTube-Video haben. Ich habe gerade gesagt, Leute, die Bobfahren nicht kennen, die denken natürlich, man macht, also es gibt Mechaniker dafür, aber wir machen das alles selber. Also, unsere Mechaniker sind alle stinkfaul, die machen gar nichts. Oh Mann, die kann ich wieder nicht von benutzen. Aber du misst den scheiß Bob selber ein. Raspi, der bart gerade, das kann ich leider nicht zeigen, weil ich nicht einen Bob filmen darf. Aber der bart sich gerade Fußrasten. Finish time zu. Transporter, glaube ich, sind auf der Ladefläche. Da lag mal eins. Das passt. So, jetzt sind wir vorne 14 zu breit und dann gibt es halt so Metallblättchen auf 50 Mal. Aber mach nicht, Paul. Gut, dass du die Kamera hältst. Auf jeden Fall sind wir zu schmal und da müssen wir praktisch innen so ein bisschen so Metallblättchen reinmachen. Das sind die da. Und jetzt nehmen wir halt praktisch breitere. Genau, wir nehmen einfach das von außen nach innen, weil das sind genau 5 Zehntel und dann soll es passen. Bitte vorbereiten, bis du gern. Amedeo, Backnetz, und die Laufzeit. So, jetzt ist der Bob eingemessen. So wird das jetzt notiert in so einem kleinen Buch. Das dürfen wir leider nicht zeigen, das ist streng geheim. Aber. Genau, und dann wissen wir, zum Wettkampf wird das genau wieder so montiert, die Scheiße. Und es ist wichtig, dass man montiert sagt. Montiert? Ja. Mit K. Montiert. So, jetzt werden die Kufen geschliffen. Das macht man eigentlich nur, damit die Kratzer rauskommen aus dieser Kufe. Kufe, genau. Baby hat es erfasst. Das Ganze dauert ungefähr eine Stunde pro Kufe und dann kommt noch mal eine Stunde Polieren dazu, aber das macht der Pilot. Genau. So, und das macht man jetzt, bis man richtig im Kopf irre ist sozusagen. Bis man schön abstumpft. So, ich fange jetzt auch mal an, ich mache hier so ein schönes Hinterküfchen. Und wenn die fertig sind, zeige ich mal, wie das glänzt, Alter. Weil ich dann ins Training muss. Lexbu auch hart am Schleifen, aber die ist schon fast fertig. Stimmt überhaupt nicht! Du bist doch fast fertig. Ich bin bei 280. Bei 280. Gerade angefangen. Okay. Lexbu kennt man auch aus dem Sprint. Lexbu ist für meinen YouTube-Vlog, darfst du überhaupt verwenden? Das verwenden. Und die ist jetzt auch, die Landers. Wie findest du das mit dem Schleifen? Findest du das gut? An sich macht es Spaß. Aber macht dir Bobfahren Spaß? Wenn es da nicht rausgeht, macht es nicht so viel Spaß. Bobfahren macht sehr viel Spaß, ja. Okay, na das klingt doch gut. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß, Lexbu. Danke. Wir sind gleich fertig, ne? Du musst schon als Millionär, Alter. Bist du wirklich fertig? Ja, gleich. Soll ich das mal kontrollieren? Ja, kontrollieren wir. Ich muss jetzt noch zwei Blätter machen. Sagen wir was dazu. Also ich kann mich da drin noch nicht spiegeln, gell? Ja, kommt ja noch ein Blatt. Okay. Das erste Mal nicht schlecht. Digga, das war das erste Mal, Alter. Also Paul hat gesagt, ich soll nicht zoomen, deswegen zoome ich jetzt erstmal richtig ran hier. An den Bruder. Richtig Frequenz hier am Start. Das ist geil, dass jetzt nur für das Video extra hier einmal sich filmen lässt. Die ganze Zeit hat nichts gemacht. Und jetzt schleift er hier ein Blatt und meint, er hat den ganzen Tag gearbeitet. Eigentlich hat das nur das Team
gemacht und ich habe eigentlich nur die Kamera angeguckt und habe nichts gemacht. Nur für das letzte Mal. Für das Video zoome ich gleich nochmal ran. Jetzt wird die Scheiße weggepackt und dann sind wir fertig mit Schleifen. Jetzt machen wir Jungs noch einen Sitz jetzt, sitzen oben und dann fertig. Ey, wie lang fahrt ihr jetzt schon so? Ich bin so. Ja, du musst dir so. Ja, das ist krass tief. Also so ist geil. Ja, das ist echt tief. Ich aber im Rennen. Ja? Ja, du bist richtig tief. Das ist halt einfach, wenn ich. Der Unterschied ist, im Training sitze ich so. Ja, da bist und du dann mache ich. Ja, genau. Und dann mache ich aber im Rennen so. Ja. Ja, genau. Dann drückst du ihn ein bisschen hoch, aber es passt. Wenn ich schreibe, dann schau mal. Da hoch. Das ist irgendwie auch besser, oder? Wenn ich gerne. Geh mal hoch. Das ist so ist geil, wenn du bleibst, Flo. Guck, sollen wir das mal hier? Ja, genau. Hier sind wir vorne. Okay. Hast du ein Foto gemacht? Bist du zufrieden mit der Sitzprobe? Passt. So, fertig mit Schleifen, fertig mit Sitzprobe. Jetzt gehen wir erstmal Mittagessen, kurz ausruhen, dann muss ich zu den Headshots, dann nehme ich euch wieder mit. Und sonst haben wir jetzt alles geschafft erstmal. Der Vormittag ist soweit erstmal rum. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, was alles noch so dazugehört, außer nur das Bobfahren. Hufenschleifen. So, ich bin noch mal ganz kurz an der Garage, ziehe mir jetzt einen Rennanzug an und dann geht's zu den Headshots. Das sind die Bilder, die, wenn wir Wettkampf haben, dann so eingeblendet werden von uns. Deswegen auch ein bisschen die Haare gemacht. Geht jetzt direkt da runter gleich. Bevor ich mich hier umziehe, noch mal voll oben am Start und bei Mariama Jamanka, Olympiasiegerin im Zweierbob. Mariama ist auch wie wir vorhin an der Kufenpräparation voll am Vorbereiten. Mariama, wie lange bist du schon dabei? Noch nicht so lange, 10 Minuten. Also 10 Minuten. Ich brauche noch ein bisschen. Aber wenn man sagt, also jetzt kommt noch die Musik, aber wenn man sagt, so Stunde pro Kufe ist schon realistisch, da habe ich nicht übertrieben, gell? Nee, das kommt hin. Was hast du dir vorgenommen fürs Wochenende? Besser als das letzte Mal hier in Altenberg. War nicht so gut? Nee, war nicht so gut. Und das wird so ein YouTube-Altenberg-Vlog. Möchtest du noch meinem Zuschauer irgendwas sagen? Tja, schade, dass ihr dieses Jahr nicht dabei sein könnt, aber ihr solltet euch sowas mal live angucken. Und ich wollte dich noch irgendwas fragen. Also hier, die machen übrigens hier, so sieht dieser Schleifdings aus und dann gehst du hier der Reihe nach, fängst du mit dem Gröbsten an. Habt ihr ja vorhin schon bei mir gesehen, jetzt hier nochmal bei Mariama. Ich wollte dich noch irgendwas fragen, aber ich hab's vergessen. Scheiße. Weiß nicht. Ich bin eine Weile hier. Ach so, ja, teilst du das Video dann bei Instagram, wenn ich das fertig habe? Natürlich. Versprochen? Ja. Okay, dann Gas, okay, du fährst raus. Endlich angekommen hier bei den Headshots. Das ist hier, wo die ganze Technik fürs Fernsehen auch gemacht wird. Und hier an dem Container werden die Headshots gemacht. Ich stelle dann, denke ich mal, die Kamera direkt hin. Bis gleich. Okay, perfekt. Läuft. Hey, jetzt mal weg. Ja, langsam auch. Ja. Perfekt. Habt gesehen, so schnell geht das. Schon wieder fertig. Das war's schon. Jetzt bin ich fertig. Es geht zurück ins Hotel, die Jungs holen und dann geht's erstmal ins Training. Und so sieht das Ganze hier nochmal aus, damit ihr seht. Endlich in der Trainingshalle angekommen hier in Altenberg. Es wird ein bisschen Kraft gemacht. 3x3 russische Methode. Und danach geht's ins Bett. Bobby macht heute nur Dehnung. Passt. So führt man Kreuzheben aus, wenn man eine Frau ist. Wie so eine Frau im Fitnessstudio, Alter. Ich bin fertig. So, das war's jetzt mit Krafttraining. 3 Sätze umsetzen, 3 Sätze Kniebeugen, nur so ein leichter Auftakt. Und jetzt geht's ins Hotel, Armbrot essen, dann wieder Physio. Dann ein bisschen Abend ausruhen lassen. Morgen steht dann das Vierertraining für die Jungs an.
Vierertraining für die Jungs. Da werde ich ein bisschen aushelfen. Mhm, das Vierertraining von den Jungs, oder? Morgen, morgen. Mhm. Was hast du heute im Training gemacht? Ich? Ja. Ein bisschen am gespielt. Sonst anscheinend, sonst eigentlich nichts. Kann ich ja löschen, ey.